Viele denken, wenn sie viel wissen oder viel haben oder viele kennen, dass damit alles geschafft ist. Entscheidend ist, was du mit dem Wissen, mit den Freunden, Möglichkeiten, mit deinem Hab und Gut getan hast. Ob du dementsprechend gelebt hast. Unterm Strich wird nichts übersehen. Das ist ein wirklicher Lebensquest hier für einen jeglichen Menschen. Und er endet nicht irgendwann mal oder durch Fehler, dass man disqualifiziert wird. Es gibt keine Disqualifikation. Es gibt eine Endrunde, das Finale, wie bei einem richtigen Spiel. Und so auch bei Gottes Spiel in der Lebensschule Gottes für seine Kinder. Und wenn man viel bittet, bekommt man viel. Am Ende wird man geprüft, was man damit getan hat und unterm Strich, ob es dem Königreich Dienste erwiesen hat oder Schaden zugerichtet hat. Dem Königreich der Liebe, welches in unseren Herzen jetzt Platz findet. Und somit wird wichtig, was du mit deinem Geld getan hast, wie du gelebt hast, was du mit deiner Energie getan hast, was du mit deinen Worten gesprochen hast, mit den Talenten, Gaben, Fähigkeiten, deinem Erbe, was du damit angerichtet hast. Unterm Strich, was das dem Gemeinwohl der Menschheit Gutes getan hat. Und das bist dann du. Entweder ein Gesegneter oder ein Verfluchter. Ein Parasit oder ein Kind des Schöpfers, der durch sich selbst den Geist Gottes wirken ließ. Herzlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, Liebe, Hoffnung ausgestrahlt, gelebt und gegeben hat. Oder nur für sich gelebt hat, auf Kosten anderer. Und alle anderen um sich gebremst und ausgespült. Am Ende trifft es einen. Egal, ob man gut war oder schlecht, man wird dafür bezahlt und entlohnt. Wir leben in den Tagen dieser Entlohnung. Weshalb ich das weiß? Ich spreche es, weil ich es weiß, sonst hätte ich geschwiegen. Es ist die Wahrheit für dich und für mich. Tu was damit.